Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator, auf einem neuen Let's Play oder in einem neuen Let's Play The Line zusammen mit dem Julian. Hallo Julian. Hallo. Ja, wir drehen jetzt den Part 2. Du warst ja hier auf Lemmental schon gefahren, die Linie 451 zu dem Trenbach oder wie es hier heißt. Trenbach? Ich hol gleich. Ja, dein Bus steht noch hier, wie man sehen kann, ja? Ja, da sitzt gerade der Azubi drin, der deinen Bus hier hingefahren hat. Ja, der macht den gerade noch startklar und überprüft den, checkt den durch. Ich nehme mal an, der wird erst nach uns losfahren. Und wir stehen ja hier hinten. Das sind Janins Beine. Da steht unser Bus und da werden wir jetzt gleich mal reinjumpen und werden zum Startpunkt fahren. Ich bin mal gespannt, wie das Fahrzeug so ist. Man kann den ja auch hier wunderbar aufrüsten, ne? Ja. Mit Radkappen, das können wir ja gerade mal tun. Das ist ein bisschen schöner. So. Ja, du bist den Bus ja schon mal gefahren. Ja, auf Neuendorf bin ich. Auf Neuendorf. Hat es dir gefallen? Ja, also ich finde ihn gut. Er fährt sich gut. So, du musst ja jetzt noch unten die Klappe aufmachen. Die Klappe? Ja, die Klappe. Welche Klappe? Rechts da, wo die Tür ist, diese Armatur an der Scheibe. Da ist eine Klappe. Da oben, an der Scheibe. Oben an der Scheibe? Das ganz normale Frontinterieur. Das Ding da? Nein, an der... Also am Scheibenwischer. Da beschreibe ich, glaube ich, am besten mit. Am Scheibenwischer. Ja. Da, wo jetzt gerade die ganze Zeit dieser Finger ist, die Hand. Ja. Da sind deine Schilder drin, deine Steckschilder. Ist da noch mehr drin? Ja, da ist noch irgendwas. Was ist das Gelbe da? Ein Wimpel. Der ist gerade jetzt in der Mitte an der Scheibe. Ach, der Wimpel da. Ja. Brauchen wir nicht. So. Geh zu. Brav. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir mal zum Startpunkt. Die Route ist bereits eingestellt, zwar nicht am Bus, aber so. Und ja, ich bin mal gespannt, was hier so passiert. Und ich hoffe, der Julian disst mich nicht allzu sehr. Ja, aber ich hätte doch schon ganz gerne, dass du den Fernseher anmachst. Sag mal, sonst hast du keine Probleme, oder? Ich will nur den Fernseher haben. Wie gut, dass ich mir diesen Bus eben schon mal angeguckt habe. So. Und vielleicht ja? Die grüne Innenbeleuchtung. Ah. Mehr brauche ich dann nicht. Es ist doch hell draußen. Ja, aber die ist schön. So. Du kannst doch hier reinspringen und ich mache einen Deckel wieder drauf. Kann man auch machen. Ja, es wird zu warm beim Motor. Oder setzt dich auf die Toilette, nimmst die Kuh mit. Nee. Die Kuh, die habe ich nicht dabei. So. Oh, der überdröhnt aber ganz schön hier beim Fahren. Beim Anlassen. Tja. So, jetzt überlege ich nur gerade. Jetzt steht der Kollege da vorne, glaube ich, im Weg, oder? Ich echt nett geparkt, du. Oh, hast du toll gemacht, weißt du? Oh. Alles zu nah dran. Ja, das machen wir dann mal, glaube ich, ein bisschen anders. Ich schubs den... Nee, ich kann nicht wegschubsen, Mist. Ja, da muss ich wohl oder übel irgendwie... davor fahren, aber ob sie dann einsteigt, ist die Frage. Ja? Ich glaube schon. Fahr einfach mal davor, sonst kriegst du Verspätung. Meinst du, die steigt ein? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich würde sagen, ja. Ich muss mich irgendwie noch an dieses Ferrari-Pferd gewöhnen. Das ist so ungewohnt. Ich dachte eigentlich immer, Neoplan hätte gar nichts. Ich fahre jetzt mal ein bisschen schräg ran, dann bin ich ein bisschen näher bei ihr. Und? Kommt sie? Sie kann ja noch nicht kommen. Ich muss ja erst die Matrix einstellen. So, was fahren wir die 451? Route 2. Du rollst. Ah! Hä? Warum wollten der jetzt? Weil der an der ersten Tür keine Haltestellenbremse hat. Ist das normal, dass der nichts anzeigt? Probier's mal mit Route 2. 451 Route 2. Ja, er zeigt die 451 schon gar nicht erst an. Ah, jetzt. Doch. Ja, es hat erst nicht funktioniert gehabt. Nee, das ist falsch. So, wobei ich mich gerade frage, was ist das eigentlich für eine Matrix? Ja, normalerweise haben Reisebusse ja keine Matrix, deswegen ist das hier so ein Steckschild. Lemmental ZOB. Cool. Ja, die hat einen Anzeigefehler. So, und sie will nicht mit. Haben wir hier eine Uhr? Haben wir irgendwo hier eine Uhr? Boah, das ist eine gute Frage. Oh, haben wir hier irgendwo eine Uhr? Da haben wir ein Radio. Das ist Klima. Klima. Ich sehe keine. Siehst du eine Uhr? Ne, ich sehe auch keine. Ach, das ist aber jetzt blöd.
sowohl oder übel die Omsi-Uhr. Ja, dann holen wir uns mal die Omsi-Uhr. Jetzt dachte ich gerade, sie käme gelatscht. Oh. Oh. Ja? Wir können direkt losfahren. So. 39 für Abfahrt, ne? Ja. Ich meine 39. Ja, ist richtig. Deswegen sage ich ja, wir müssen losfahren. Ich wollte ja die ganze Zeit schon mal mit diesem Bus hier fahren und der Julian sagte, dann mach das doch. Und dann dachte ich mir, dann mache ich das doch mal. Ja. Na? Besser kann man es nicht beschreiben. Aber irgendwie hat, was ist denn das da, dieses Weiße da am Lenkrad unterhalb von dem Pferd? Das spiegelt das so ist, extrem, oder? Das ist einfach nur das Lenkrad, das ist aber so ein bisschen, oh Marc, fahr der nicht um. Alles gut. Guten Tag. Hallo. Ja, aber es spiegelt nur das Stück da. Ja, ist auch nur das Stück aus Chrom. Hm. Ich kann oder aus Metall. Ich kann irgendwie noch nicht so wirklich die Breite von diesem Bus einschätzen. Ja, mal bin ich bereit. So, aber es ist ganz schön, wenn man auch mal hier die andere Richtung fahren kann. Er ist sehr, sehr geschmeidig leise, finde ich sogar gerade. Das ist er sogar wirklich. Ich bin ja mit dem Ding auf Kursfahrt gefahren. Der ist wirklich leise. Nur im Stand, da vibriert er ordentlich. Also das ist schlimm. Ist das so? Im Stand ist er schlimm, aber sonst ist er sehr schön leise. Ich finde aber, er kriegt ordentlich Speed drauf. Gut, ist halt ein Reisebus, ne? Ja gut, haben die mehr Speed oder was? Die haben mehr Speed als ein Stadtbus. Die müssen ja auf der Autobahn mithalten können. Okay. Zumindest mit den LKWs. Okay. So, da kommt wieder eine Haltestelle. Ja, man will ja nicht zu scharf bremsen hier. Er hat ja sogar... Warte mal, kann man hier eigentlich... Guten Tag. Das kann man. Aber du rollst. Ich vergesse hier jedes Mal die Bremse, weil der die Haltestellenbremse nicht hat. Ich frage mich gerade, was passiert, wenn sie jetzt einsteigen wollen. Setzen sich direkt dahin. Beziehungsweise setzt sich da vielleicht sogar einer hin. Also nicht. Ja gut, ich sag mal so, vielleicht passt sogar dieser Bus ganz gut auch zu Lemmental. Ich weiß es nicht, also über Land und so. Der von Perutinus Alemar, den werde ich vielleicht dann beim nächsten Mal auch mal fahren. Ja. Über Landbereich fahren ja doch schon ganz gerne mal so diese ÜLs und so rum, ne? Das stimmt. Oder Setras, sofern es die denn gäbe. Ja, den 215 UL hast, ja. Sehe ich hier bei dem Buser irgendwo, wenn einer raus will? Ich meine ja, aber ich meine, du hörst es sogar auch. Okay, wenn jetzt einer raus wollte, hat er Pech gehabt. Irgendwas wollte ich noch ansprechen. Ja, ich fahr toll, ich weiß, das hab ich gewonnen. Ja, er bremst aber irgendwie wie ein Schiff. So. Die Tür öffnet übrigens in die falsche Richtung, du rollst wieder. Ah! Wieso in die falsche Richtung? Weil die eigentlich in die andere Richtung aufgeht. Das wurde aber auch schon im Forum geschrieben. Die Tür ist richtig, nur die hintere. Ja, die hintere falsch, Tür. Nur, die hintere ist richtig, nur die vordere halt. Die vordere ist falsch. Ach, da war keiner. Ich dachte, vielleicht wäre ich zu weit vorne oder sowas. So. Hupe geht. Ich wollte es zwar gerade nicht testen, aber egal. Ja. Verdammt, irgendwas, irgendein Thema hatte ich, irgendein schönes... Ja, während du überlegst, kann ich ja nochmal was sagen. Ja, mach das. Du fährst gerade sehr eng die Kurve, das meine ich aber nicht. Du hast ja damals bei Bad Kinzau, meine ich mal, irgendwas gesagt von, da haben die sich beschwert, wieso du so schlecht fährst. Hast du gesagt, ich habe noch nie gehört, dass die mal gesagt haben, der fährt ja toll. Ja, das ist auch so. Ja, aber die Kinder in Omsi sagen, der fährt ja toll. Ja? Ja. Wie er sie immer ärgern will, der Andi. Jetzt bin ich aber, glaube ich, wirklich zu weit weg, oder? Ja. Natürlich, du stehst ja auch mitten auf der Straße. Es gibt Momente, hier ist einer. Es gibt Momente, da will ich Omsi 1 wieder haben an den Stellen. Hallo. Hallo. Du meinst so Momente wie auf Alheim, wo sie dir schon 3 Kilometer entgegengejoggt gekommen sind? Zum Bleistift, ja. Ja, Blinker.
Was ich mir vielleicht auch noch gedacht hatte, ich kann es ja einfach noch mal ein bisschen ansprechen, für eines der nächsten Let's Plays, wäre vielleicht mal Railworks. Railworks? Ja, Railworks. Könnte ich mir auch vielleicht noch mal... Da brauchst du halt sehr viel Gesprächsstoff. Ja gut, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Willst du denn mal mitfahren? Ja. Das wäre doch mal eigentlich so eine Idee. Fahren wir mal ein bisschen. Es ist dann halt nur so keine Omsi-Geschichte, die du dann mal eben in einer halben Stunde abfrühstückst, ne? Sondern. Es muss ja nicht immer Omsi sein. Dann sitzt du halt ein bisschen länger. Oder, das meine ich jetzt. Oder alternativ. Oder alternativ, man überlegt sich wirklich mal irgendwie World of Subways oder so. Ich weiß ja nicht, inwieweit du da schon Erfahrung mit hast. Ich will denen immer hier irgendwie den Sitz mal auf den Kopf knallen, schaff's jedes Mal nicht. wie in einem Cartoon oder was? Boing. Ich wollte mal gucken, ob was passiert. Kommen sie an und sagen, hey! Also anhängen. Ich finde dieses Bremsgeräusch irgendwie sehr, ja, gewöhnungsbedürftig. Ja. Der quietscht so schön. Da ist eine rote Ampel. Ich finde es ja zum Beispiel auch super, dass es jetzt einen Neoplan-Reisebus gibt, ja? Ich würde mir nur wünschen, es gäbe auch mal einen Standard-Neoplan. Also so ein Überlandteil irgendwie. Es gibt ja den 4016er, wobei das ja wieder mal ein Dreitürer ist und naja, wie soll ich sagen, es ist jetzt nicht der Ultimobus, oder? Wie stehst denn du zu dem Teil? Mein größtes Problem ist immer, der Gedanke, ist er legal oder ist das nicht? Weil? Viele sagen, er ist es nicht. Kann man auch verstehen, weil es sind zum Teil IBIS-Scripts aus dem N2 dabei. Es ist die Niveauregelung aus dem N1 von Hamburg. Habe ich da schon gesehen. Also, ich weiß nicht, ob das so legal ist. Andererseits sagen sie wieder, ja, der ist legal und da gibt es viele Mods für. Obwohl es im ursprünglichen polnischen Forum, wo der released wurde, ein Modverbot dafür gab. Ja gut, das Problem ist halt generell in der Community, du kannst es nicht vermeiden, die Leute machen sowieso. Ja. No? Nur irgendwie hat der Tram Düsseldorfer es ja geschafft. Der hat gesagt, Mods nur mit meiner Permission. Ja, tatsächlich. Ja gut, es ist, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ja, jetzt kommen sie alle angerannt da und wollen raus, toll. Weil ich mich gerade frage, habe ich da jetzt wirklich nur so einen kleinen Dings da erwischt in der Baustelle? Also nicht. Die meckern wirklich auf Lemmental extrem, wegen jedem kleinsten Kram. Da fährst du einmal die Kurve schlecht und dann wollen sie raus. Jetzt habe ich mir fast sonst was geklemmt im Lenkrad. Ja, ich weiß, ihr wollt raus. Dann geht. Geht mit Gott, aber geht. Geht mit Gott, aber flott. Oder so. Ja, ihm noch den Sitz in den Rücken hauen wollte. Ich hab gedacht, ich probier's mal, aber es war wieder zu spät. Du warst gemein zu mir, ich hau dich jetzt. Ja, ja. Ja, ja. Man kann's ja mal versuchen, ne? Wenn der hier rumdisst. Hallo, Bus? Hallo? Da ist die Feststellbremse noch drin. Oh. Das ist lustig, er hat eine Haltestellenbremse, aber irgendwie rollt er trotzdem. Ich hatte nämlich die Haltestellenbremse noch drin. Komischerweise. Nee, aber ich weiß nicht, ob generell Julian das wirklich geschafft hat mit dem Modverbot. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Mods gibt. Ja, wenn, ja, wenn das gibt's ja. Mit seiner Permission halt. Ja, bist du dir sicher, dass alle eine Permission haben? Also ich würde es mal so sagen. Ich glaube schon eher ja, weil es gibt jetzt nicht so zahlreiche Mods wie für andere Busse. Aber das Problem halt ist auch, wenn du was veröffentlichst, muss es ja meistens vom Moderator freigeschaltet werden. Und Tram Düsseldorf Julian ist ja Moderator. Dann kann er es ja immer noch nicht freischalten und sagen, hey, du brauchst erst eine Permission dafür. Ja gut, du hast ja damals gesehen beim Urbino, nee, Alpino, Entschuldigung, beim Alpino war ja auch so das Problem, dass er Sachen drin hatte von Busfanat, war das, glaube ich, die auch im O405 drin waren. Ja, ja, jetzt die Matrix, die nicht mit Permission genehmigt wurde. Ja, das war ja auch so ein gewisses Problem gewesen damals. Und da hatte Julian sich, glaube ich, auch zugeäußert. Ich meine es zumindest, oder war es Busfanat direkt? Nee, ich Busfanat meine auch, aber der, zum Beispiel die Version 3,
Da gab es ja auch so eine Diskussion mit Busfanat. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auf Busfanats Seite. Weil dann haben die von der V3 im Showroom gesprochen. Von dem Bus. Meinst du den Alpino oder was? Von dem Alpino jetzt. Ja, das ist ja sowieso das Lustige, weil der Alpino 2 war nicht mal unbedingt legal, so gesehen legal, ne? Genau. Aber da wird wegen schon wieder über einen Dreier geredet. Fanat-Matrix. Ja. Und dann kommen sie an mit der Dreier und dann haben sie sich jetzt im Showroom-Thread gefragt, warum gibt Busfanat denn jetzt nicht die Permission dafür? Hallo. Haben sie dann mit ihm diskutiert? Und dann hat Busfanat geschrieben, ja, er hatte schon mal eine zweite Chance, er hätte mich bei der Beta, die er schon rausgebracht hat, hat er es ja schon falsch gemacht und dann bei der endgültigen Version 2 hat er wieder nicht gefragt, obwohl Busfanat ihm das gesagt hat. Ich sag das ja immer wieder, man muss ja im Prinzip nur jetzt fragen. Ich hab jetzt gerade Perotinos sagen wollen, wie bescheuert bin ich denn jetzt bitte? Weiß ich nicht. Ich meine Busfanat. So, und der Julian, sieht Perutinus hinter jeder Ecke lauern so. Ja. Pass auf, Perutinus steht hier auch irgendwo im Wald, gleich springt er raus. Bah! Ja? Da hat der Busfanat auf jeden Fall dann gesagt. Er kriegt nicht mehr die Permission, weil er hat seine zweite und dritte Chance schon vertan. Und dann muss ich auch sagen, ja. Wer es nicht lernen will, wer nicht fragt. Der hat dann halt Pech gehabt. Ja, vor allen Dingen, der Busfanat ist ja sowieso ein Mensch, wenn du fragst, ne? Ja. Kriegst du die auch? Behaupte ich jetzt einfach mal. Gut, es gibt schon gewisse Leute, denke ich mal, wo er schon sagt, nee, lass du mal, es gut sein. Wenn das jetzt irgendwelche Leute sind, die jetzt anfangen, hier, ich stelle jetzt einen Bus von V-Bus ins Forum, zeig da irgendwie mal einen Sitz und schreib jetzt dem Busfanat an, darf ich deine Skripts benutzen? Also ich denke mal schon, dass Busfanat schon was Gewisses auch sehen will vorher. Aber generell gesehen ist das bei ihm normal kein Problem, wenn man dann was präsentiert, dass er dann auch sagt, ja, ist kein Problem. Behaupte ich jetzt mal so. Ja, so, kommt eine Frage rein. Sag mal, darf ich deine Matrix in meinen Bus einbauen? Antwort, ja, zeig mir doch mal ein paar Bilder. Kommt zurück, ein Bild, wo nur die Matrix in der Luft schwebt. Ich meine, der Fahrer. Was motzen die denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, die motzen in jedem Fall wegen allem. Ich sag mal so, man sieht halt auch im Forum sehr viele Posts, wo man sich fragt, warum wird da überhaupt was präsentiert, beziehungsweise warum wird schon freigegeben? Bei anderen machen sie Aufstand. Ja, ja, habe ich ja schon mal erzählt, die Geschichte. Es ist ja im Prinzip schon ein bisschen besser geworden als ganz am Anfang. Da wurde ja alles freigegeben. Hallo? Hallo, Männchen? Hallo, Männchen? Du stehst wieder mitten auf der Straße. Also, so weit bin ich jetzt nur auch nicht weg. Hallo? Ach, dann sei halt stur. Ist mir auch egal. Dann bleibst du halt und wartest auf den Nächsten. Ich fahre jetzt gleich gegen den Pfosten da. Das ist halt im Vergleich zu Anfangs... Zeiten des Forums ist das ja schon ein bisschen besser geworden, das muss man wirklich sagen. Es hat sich mittlerweile so ein bisschen eingependelt. Also es gab mal eine Zeit, da haben sie alles freigegeben, dann gab es mal eine Zeit, da haben sie so gut wie gar nichts freigegeben. Ich habe ja die Geschichte von meinem damaligen Facelift-Projekt schon erzählt gehabt. Ja. Wobei ich mich bei manchen Sachen auch echt frage, kommen die wirklich irgendwann raus? Ja, also gibt es ja genug Projekte. Gut, ich muss mich dazu zählen, ne? Aber gibt's ja genug Projekte, die fangen dann an und hören dann auf. Also werden dann abgebrochen. Ja gut, aber es klappt halt auch nicht immer so, wie es vielleicht sollte. Ja. Ja. Wobei es gibt auch Projekte, da wird immer weiter und weiter und weiter dran gearbeitet und es kommt irgendwie nie was, obwohl man eigentlich meinen könnte, okay, so langsam ist zumindest ein Teil des Projektes, du weißt vielleicht, wo ich drauf raus will, ist eigentlich fertig, warum haut man das nicht zumindest schon mal raus? Ja. Ja. Ich denke mal, du weißt, worüber wir sprechen. Ja, weiß ich. Gut. Worauf ich mich zum Beispiel jetzt auch freue, ist Alter. Ja, ich tierisch. Wobei ich es da schon wieder schade finde, die haben ihn schon wieder in der Luft zerrissen. Weil? Ja, MRGA hat den Thread zugemacht heute Mittag. Warum um den mal ein bisschen aufzuräumen. Der wurde ja vor genau einer Woche eröffnet. Ach, Leute. Und der hat jetzt schon 15 Seiten. Ja, gut, das ist aber generell, glaube ich, so ein Grundproblem, was Alter angeht. Das ist aber so, das große Problem ist, Alter hat gesagt, BVG. Es wird die 12-Meter-Version geben.
mit zwei Türen, ja. Innenschwenk und die hintere Tür wird Außenschwenk. Ja. So wie U18, erste Tür Innenschwenk, anderen beiden Außenschwenk. Die beiden Versionen wird es geben, keine anderen. Ja. Und dann kamen irgendwie direkt Repaint-Wünsche und dann hat er geschrieben, er wird die OBJ-Dateien veröffentlichen und dann haben sie da auch wieder, und dann haben sie dann gefragt, ob er nicht nur eine Version mit der breiten, einflügeligen Tür machen könnte und das war dann eben halt, da sind dann die 15 Seiten zusammengekommen. Ich meine, ich kenne ja die Problematik selber. Das ist halt generell so ein bisschen ein Problem, gerade was Repaint-Wünsche oder Versionen angeht. Man kennt es halt aus seiner Stadt so und denkt dann halt immer, gut, jetzt muss da wirklich vom Bauer, Konvertierer, was auch immer, auch genau das kommen, was man selber kennt und gerne hätte. Es ist halt nicht so. Und ich meine, man kann wirklich froh sein, dass von Alter wirklich der Bus kommt, weil man kennt die Alter-Qualität auch, ne? Die hat sich aber, finde ich, mit dem Ubino nochmal einiges gesteigert. Ja gut, das ist klar, du wirst ja mit der Zeit besser. Das ist vollkommen normal, denke ich mal. Wobei Alter ja generell schon meiner Meinung nach viel Erfahrung hat, was das angeht. Also der Zitauer war ja schon klasse. Nur eben halt an ein paar Modellierungssachen und Texturen hat es dann gehapert, was jetzt zum Beispiel Schärfe von Texturen angeht im Innenraum. Ja. Aber der Urbino, der hat mich echt vom Hocker gehauen. Also ich habe den von außen gesehen und habe mir gedacht, wie ist so etwas möglich? Wie kann man so Texturen da drauf machen? Wie schafft man das? Aber das hast du, wie gesagt, das hast du schon beim Sitaro gesehen, dass er das konnte. Selbst da waren die Texturen schon echt. Oder auch hier beim Diaz. Yes, genau. Das siehst du auch wunderbar. Der hat ja auch schon so tolle Texturen drauf. Also was bei Altersbussen immer wieder genial ist, ist diese Sache da, man kennt es ja von den Busscheiben, dieser schwarze Rand und dann dieses gepunktete. Diese ganzen kleinen Punkte, ja. wo er dann in die Scheibe übergeht. Das habe ich bei kaum einem Omsi-Bus gesehen bis jetzt. Wenn ich ehrlich bin, sogar eigentlich nur bei Alters. Mhm. Mhm. Ja, gefrorener Latte Macchiato übrigens. Da muss ich ehrlich sagen, da eiere ich mich auch ein bisschen momentan tot dran. Du weißt ja, ich habe auch so meine Projekte. Und ich wollte das ja auch ganz gerne umsetzen, aber ich bin auch noch ein bisschen unschlüssig, wer das gemacht hat. Ich weiß es selber auch nicht so ganz. Ja, es ist halt die Frage, hat er die Fenstertextur bearbeitet und da die Punkte drauf gemappt? Wobei, so scharf wie die sind, müssten die eigentlich modelliert sein. Ja. Was aber dann wiederum eigentlich an der Performance knabbert, wenn da so viele Punkte sind. Ja, vor allen Dingen, wenn du die modellieren willst, da modellierst du dich zu Tode. Ja. Sind wir mal ehrlich, also das ist mit Sicherheit nicht modelliert, das sind irgendwelche Texturen. Und ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie er das genau fabriziert hat, aber es ist wirklich, also was er da abliefert, das ist Wahnsinn. Nur ich sag mal so, es ist halt wirklich, man sollte da geduldig sein und vor allen Dingen nicht immer so viel, ja, Anforderungen stellen, was das Ganze angeht, sondern vielleicht auch erstmal abwarten, was überhaupt kommt. Ich meine, es wurde ja jetzt, glaube ich, auch, ich habe ja mal so ein bisschen reingeschaut, jetzt nicht ultimativ viel, aber ich habe zum Beispiel auch gelesen, es wurde kritisiert, ja, dreitürige Version und sowas. Die Leute wünschen sich ja gerne immer wieder die Dreitürer, ja. Och, komm. Also, soll ich dir noch über den Fuß fahren oder was? Dann verklagt er dich. Ja, es ist manchmal aber auch echt. Es ist ja jetzt auch die dreitürige Version schon irgendwo bei der BVG unterwegs, das weiß man. Ne? Ja. Da fragt man sich schon so ein bisschen, ja, warum sagt er nicht, er nimmt die dreitürige mit rein, aber mein Gott, dann ist er halt nicht dabei und dann freut man sich halt über den 12 und vor allen Dingen über den 18-Meter-Bus. Vor allen Dingen über den 18-Meter-Bus. Es wird halt bei OMSI auch immer viel auf die BVG bezogen und das ist eine Sache, das geht mir zum Beispiel tierisch auf den Sack. OMSI ist nicht gleich Berlin. Es ist vielleicht das ist eben halt das Problem, weil Ur-OMSI ist Berlin. Ja, aber du kannst das doch nicht ständig dann noch immer irgendwo, da kannst du nicht dauernd drauf rumreiten. Guten Tag. Es gibt ja, so viel mittlerweile. Hallo. Ja. OMSI spricht mittlerweile nicht mehr Berlin. Hallo. OMSI spricht mittlerweile Bus. Hallo. Oder Bus-Simulator. Ja. Am Anfang hat es vielleicht gesprochen Berlin-Bus-Simulator. Aber es ist halt ein überwiegender Teil Berlin. Ich meine, du hast jetzt New Berlin Spandau, Spandau Modern, dann hast du Telto, hast du, dann hast du jetzt die erweiterte Version Telto Payway X10, du hast
den Lion City DD der BVG ist. Hast du noch nicht. Vorsicht. Du hast den Lion City DD schon. Ja, aber nicht den von Telto. Nicht den von Telto. Das stimmt. Aber du hast halt BVG. Also Lion City DD ist generell BVG. Also ich kenne jetzt nur die BVG, wo die rumfahren. Ja. Korrigiert mich, wenn es falsch ist. Aber ist eben halt auch wieder Berlin. Und gut, bei Altersbus ist das ja so. Es ist ja angekündigt, dass Alter überlegt, die OBJ-Dateien zu veröffentlichen, was natürlich dann Ultimo ist. Das ist dann für die Leute, die dann den Bus modifizieren wollen nach ihren Städtevorbildern, ist das natürlich dann gut. Schön, weil dann können sie den umbauen, wie sie wollen. Gut, wohlbemerkt aber auch für die, die wirklich wissen, wie es geht. Ne? Für diejenigen, die es jetzt nicht wissen, die müssen sich halt wieder auf das verlassen, was andere rausbringen. Gut, muss man auch stimmt. dazu sagen, also so einfach ist es dann auch nicht, wie es jetzt vielleicht klingt, aber generell ist dann viel möglich damit. Es ist dann schon eben halt mehr möglich. Das ist dann auch ein bisschen entspannender für Alter, dass er dann nicht irgendwelche allgemeinen mixstädtische Versionen machen muss oder 1000 Versionen für 1000 Städte. Ja. Also da, denke ich mal, kommt wirklich was Gutes auf uns zu. Ich freue mich drauf. Gut, was mich vielleicht jetzt noch ein bisschen daran nervt, ist einfach die Tatsache, dass... Hallo. Ich sage jetzt mal, unser eigener Urbino da dran wieder ein bisschen gemessen wird, kann man in dem Sinne eigentlich nicht machen, aber okay, das muss halt jeder irgendwo selber entscheiden, ne? Ja, das stimmt. Und ja, der Rest, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was von Alter kommt. Weil Alter, muss man wirklich sagen, Alter ist ja im Gegensatz zu unserem Urbino ein kompletter Neubau, ne? Ja, das stimmt. Und Neubau, V-Bus, mein Gott, V-Bus, das ist halt... Ne? V-Bus-Modelle ist ein schönes Beispiel der Setra. Gibt's ja auch für V-Bus diverse Modelle. Und ach ja, stimmt. Wobei, es sind ja keine Modelle von Setra für V-Bus. Ne? Ja. Es sind ja eigentlich Citaros mit einer V-Bus Setra-Textur drauf oder einer Setra-Textur drauf im Prinzip. Es wird dann gesagt, es sind Setras, aber eigentlich sind es Citaros. Ja, genau. Machst du in Blender auf oder hast du ein Citaro vor dir und denkst, hä? Was habe ich denn da gerade gedownloadet? Bin ich jetzt blöd? Und dann guckst du ins Archiv rein. Ach, guck an, das ist ein Setra. Das ist im Prinzip genauso. Du nimmst jetzt alter Citaro und knallst dir eine Setra-Textur drauf. Ja. Ey, kann der mal bremsen? Ich bin verknäppkes, Kollege. Meine Güte. Theoretisch ginge das wahrscheinlich sogar. Ich meine, du hast den Fake-Lift, hast du ja auch hinbekommen. Also nicht du, aber Schnacki war es, glaube ich, ne? Schnacki, ja. Hat den Fake-Lift, gut, es ist kein Facelift, ist klar. Der Facelift sieht ja auch an einigen Stellen anders aus, aber generell möglich ist das. Ich glaube, es gibt sogar irgendwie eine Template für ein Setra 415NF oder sowas. Also inoffiziell über irgendeinen User, der hat schon mal irgendwelche Screenshots gezeigt im Forum. Ich weiß nicht, ob da irgendwann noch was nachkommt, aber der hatte sich praktisch den Citaro so modifiziert, dass er aussieht wie ein Setra. Ich weiß nicht, die hast du bestimmt auch mal gesehen, oder? Nee. Also war jetzt schon ein paar Mal im Screenshot-Thread drin. Da habe ich nämlich auch gedacht, huh, ein Setra im Bau? Nein, es war der Citaro mit einer Textur drüber. Gut, wobei es da wieder schwer werden könnte, was den Innenraum angeht, ne? Ja, ich sag mal so, der User will aber wahrscheinlich an der Stelle auch einfach, okay, das Ding sieht aus wie ein Setra, ich habe das Gefühl, ich sitze in einem Setra, der Rest ist ja wurscht. Gut, mag vielleicht so sein, ne, aber... Du hast ja halt ein... Also, so ein Citaro-Innenraum ist ja... Erkennst du. Jeder Bus hat ja so seine Merkmale, die erkennst du. Ja, Solaris klar, zum klar. Beispiel, die typische... Solaris war der erste Bus, den ich mit Standmotor gesehen habe. Mhm. Die runden Scheinwerfer, die der Solaris hat, hat auch keiner. Dieser runde Innenraum mit der Decke und so, das ist halt auch typisch Solaris. Stopp mal. Was meinst du jetzt mit die runden Scheinwerfer hat sonst keiner? Ja, die runden Scheinwerfer. Scheinwerfer und Rückleuchten, das sind ja alles so runde Dinger. So runde kleine Kreise. Falsch. Ja? Das haben auch andere Busse, zum Beispiel hier, die, ich will jetzt nichts, ich glaube, die Neoplans sind sogar, oder? Ist Neoplan? Ich glaube, die Neoplans, die neueren. Ja, gut, ich meine jetzt mal so im Sinne von MAN, also Lion City, Citaro und Solaris jetzt, Urbino.
Also das du ist dann vergleichst halt so jetzt im Prinzip die generell bekanntesten Marken, so gesehen. Genau. Das ist dann halt, das sticht bei Solaris raus. Beim Citaro sticht halt dieser typische Innenraum. Mhm. Diese typische Innenraumform. Und jetzt gerade auch beim Z2 das Äußere. Das ist ja wirklich das, ich sag mal, rundeste und anders aussehendste, äußerste, was man jetzt von einem Bus eigentlich kennt. Mhm. So. Und Line City ist halt typisch die Front. Die Front und der auch, ja, der typische Line City Innenraum eigentlich. Mhm. Die haben halt alle so ihre typischen Sachen. Ja gut, wie sagst du immer so schön, der Line City ist im Prinzip ein Facelift von den alten M1-Bussen. Ja, ist er ja auch, ne? Also der offiziell ist der Line City ein Facelift von dem 263er. Und wir sind da. Ja, tut mir leid, aber... Es sei denn, wenn der Andi nicht mehr aus der Mauer rauskommt... Der Andi hat jetzt erstmal die Mauer ein bisschen ablackiert, ja? Und seinen Bus neu lackiert. Aber ich habe keinen Unfall, Kollege. Nee, ich auch nicht. Also geben wir uns nichts. Du bist gegen Auto gefahren, ich gegen eine Mauer, ja? Ja. Und das immer am Ende, immer vor der Endhaltestelle. Ja, das passt doch. Guck mal, da drüben steht dein Bus, der hat schon wieder hier abgeliefert. Aber die hätten zum Betriebshof bringen sollen. Aber ich glaube, ich bin falsch. Nee, du bist richtig. Ich bin richtig. Die hab ich gestartet. So, wollen wir mal schauen? Wollen wir mal schauen? Zu spät. 7:11. Wieso bin ich generell später als du? Ich bin doch jetzt wirklich human gefahren, oder? Ja. Gut, ich habe jetzt über Skype nicht so ganz die Geschwindigkeit mitbekommen. Hm. Ja gut, ich rase aber ungern wie so ein Wilder. Du weißt ja, wie es dann meistens endet, ne? Ja. Hat der Bus eigentlich auch Licht? Ja. Ja, die laufen alle durch den Bus. Wir wären da. Ich denke mal, Alter. Ne? Alter? Alter. Alter wäre im Prinzip auch nochmal so ein schönes Thema, was man bei Gelegenheit sicherlich nochmal ansprechen kann. Morphy, das sind immer wieder so Leute, ich weiß nicht, da gibt es immer wieder was drüber zu reden. Busfanat, Morphy, Perutinus. Halt diese ganzen Leute, die auch wirklich da was Tolles für die Community rausbringen. Ich weiß, es ist manchmal echt so ein Thema, was sich auch irgendwann vielleicht totquatschen wird, aber im Moment macht es irre Spaß, einfach mal so ein bisschen das... Oh, es ist ja gewissermaßen auch so eine Analyse. Ja. Und da kommt wieder mal ein Fehler. So. Ist egal, wir sind ja am Ziel. Ja, wir werden da eventuell dann demnächst nochmal Railworks fahren. Vielleicht können wir da auch ein bisschen über OMSI sprechen. Wir werden aber vielleicht dann auch einfach mal über Railworks sprechen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind. Wahrscheinlich null, oder? Ja, null. Ist ja dann vielleicht mal ganz interessant. Ja, ich danke fürs Zusehen. Ich danke dem Julian natürlich wieder mal für diese schöne Runde. Ja. Ja. Und wir sehen uns, wenn ihr möchtet, bald wieder. Schaut beim Julian gerne vorbei. Link ist natürlich wie immer oben. Und ja, bis zum nächsten Mal, Danne. Macht's gut. Tschüss, Leute. Tschüss.